Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, die nächste Stunde wird spannend. Und sie wird auch nützlich werden für Sie. Und zwar will ich drei Punkte für Sie bringen. Erstens will ich einige Dinge erklären, die uns selbst erst als Forscher in der letzten Zeit deutlich geworden sind. Zweitens will ich Sie auf eine Entwicklung hinweisen oder Ihnen eine Entwicklung belegen, die für Sie alle zentrale Bedeutung bekommen wird, Wohlstandsbedeutung bekommen wird. Und drittens will ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie sich für diese Entwicklung vorbereiten können. Lassen Sie mich mit dem ersten beginnen. In 1918 war bei Ihnen, wie bei uns allen, KUK vorbei, der Ständestaat. Danach haben sich zwei Theorien den Kampf geliefert. Einmal der Sozialismus mit der in verschiedenen Variationen als angebliche Herrschaft des Proletariats, in Wirklichkeit aber als Herrschaft der Funktionäre des Proletariats. Und zweitens der Liberalismus als angebliche Herrschaft des Volkes im Sinne eines bürgerlichen Systems, in Wirklichkeit aber als zunehmende Herrschaft der Wirtschaft über Politik und Gesellschaft. Meine Damen und Herren, wir haben zwei gegenläufige Bewegungen. Einmal die Bewegung, dass die Politik über die Wirtschaft und die Gesellschaft zu herrschen hatte, wie das früher im KUK-Bereich so war und wie es auch der Sozialismus nicht anders will. Die Politik entscheidet über die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und das andere System ist das liberalistische System, in dem angebliche Freiheit herrscht, in dem aber zunehmend die Wirtschaft über Staat und Gesellschaft herrscht. Das heißt, die Wirtschaft steht inzwischen im liberalistischen System, auch bei uns, über Staat und Politik. Sie bestimmt. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, die wir gar nicht gesehen hatten. Der Sozialismus ist nun an seiner Unwirtschaftlichkeit zusammengebrochen, überall, Nationalsozialismus, Kommunismus, demokratischer Sozialismus, weil Funktionäre immer schlechter wirtschaften als Profiunternehmer und insofern immer vor wirtschaftlichen Problemen zusammensanken. Das heißt also, der Sozialismus ist im Prinzip vorbei. Nicht vorbei ist, dass die Wirtschaft zu sagen hat. Die Wirtschaft steuert inzwischen die Politik, die Gesellschaft und das Recht in unserem bürgerlichen System. Dieses System haben wir gar nicht gemerkt. Wir glaubten, wir hätten selbst zu bestimmen. Wir wussten nicht, dass andere über uns bestimmen. Und in diesem Sinne ist in den letzten 30 Jahren eine völlig neue Nuance in dieses Spiel gekommen, nämlich die Globalisierung. Wir haben die Diskussion in den letzten 30 Jahren immer mit dem Begriff soziale Gerechtigkeit führen lassen. Dabei haben sich die Parteien gestritten, was soziale Gerechtigkeit sei. Die einen sagen, es sei gerecht, wenn jeder den Ertrag seiner Leistung selbst genießen darf, Liberalismus. Die anderen sagen, die Wohlhabenden sollen nur dann und in dem Maße abgesteuert werden, wie es zur Linderung von Not anderer gebraucht werde. Das ist das bürgerliche System. Und das dritte System ist, dass prinzipiell allen gleiches Einkommen und gleiche Lebensbedingungen durch Umverteilung geboten werden müsste. Meine Damen und Herren, das wird offen vertreten. Das heißt also, wir haben inzwischen in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, in Deutschland mehr Leistungsnehmer als Leistungsträger. Das heißt, bei politischen Entscheidungen kann die Mehrheit der Leistungsnehmer längst darüber entscheiden, wie die Leistungsträger abgezockt werden sollen. Dieses System ist das System der Umverteilung. Umverteilung war die mangels ideeller Argumente. Das System, in dem in den letzten 30 Jahren Politik gemacht worden ist. Die Parteien haben sich gegenseitig nur noch damit übertroffen, Umverteilungsversprechen an immer mehr Bevölkerungsgruppen zu machen. Neue Ideen sind nicht gewesen. Bis auf in der letzten Zeit die sogenannte Globalisierung. Die Globalisierung wurde uns als neue Freiheitsdimension gebracht, wurde nicht nur von Liberalen und Bürgerlichen, sondern auch von Sozialisten mit solchem Fanatismus betrieben,
dass ihre Gegner, die Gegner der Globalisierung, insbesondere alles Nationale, nicht nur als Extremisten, sondern sogar als Terroristen gebrandmarkt wurden. Dies hat uns stutzig gemacht. Warum sind diejenigen, die nicht für Globalisierung sind, warum werden die in die Ecke gestellt? Und wir haben deshalb dieses Phänomen wissenschaftlich zu untersuchen versucht und sind darauf gekommen, dass es eine neue Auseinandersetzung gibt. Einmal die Auseinandersetzung mit denen, die noch national denken, und die anderen, die international denken. Die national Denkenden behaupten, meines Erachtens zu Recht, dass Demokratie nur in einem abgegrenzten Bereich möglich ist. Es hat nur Sinn, in abgegrenzten Bereichen wie Stadt, Land oder Region die Leute wählen zu lassen. Es hat keinen Sinn, die Leute in Afrika darüber wählen zu lassen, wie es bei uns sein soll. Die Globalisierer sind aber der Ansicht, das müsse ganz anders sein. Alle Menschen müssten im Grunde einheitlich sein. Es könne nicht die Bestimmung der Einzelnen geben. Insofern stehen sich diese beiden Theorien scharf gegenüber. Die Globalisierer haben aber in der letzten Zeit zunehmend Oberwasser bekommen. Sie schafften Weltorganisationen wie UNO, Weltbank, WHO, um mit diesen Instrumenten die Welt zu dirigieren, sie zu vereinheitlichen und nicht nur Weltwirtschaft, sondern auch Weltfinanzpolitik und Weltmachtpolitik zu betreiben. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass die Demokratien zwar formell weiter bestehen, dass aber die Demokratien nicht viel mehr zu bestimmen haben, sondern dass von oben her bestimmt wird. Wir dürfen zwar vor Ort über die Straßenführung bestimmen, ob sie rechtsrum oder linksrum gehen soll, aber alle wichtigen Dinge nach Aussagen des früheren Bundespräsidenten Herzog, 84%, wir waren knapp unter 80% mit unserer Aufzählung, aller wichtigen Dinge werden inzwischen überhaupt nicht mehr demokratisch, überhaupt nicht mehr vor Ort, sondern werden von einem Politkommissariat in Brüssel bestimmt, welches weder demokratisch gewählt noch demokratisch legitimiert, noch von einem wirklichen Parlament kontrolliert, Richtlinien erlässt, welche die nationalen Staaten zwangsweise umzusetzen haben. Das heißt, wir haben nicht mehr das System der Demokratie, wo von unten her der Volkswille nach oben geht, sondern wir haben längst das System, wo der Volkswille von oben nach unten diktiert wird. Und dies ist im Grunde seit dem 13. Januar noch verschärft worden. Mit dem unseligen Ermächtigungsgesetz vom 30. Januar sollte Brüssel Allmacht bekommen, sollten die Brüssel-Richtlinien der Nichtdemokraten, der Politkommissare, sollten sogar den Verfassungsbestimmungen der einzelnen Länder vorgehen. Das heißt, jeder Kommissar könnte, wenn der Vertrag je Wirklichkeit wird, was ich nicht hoffe, könnte Verfassungsgrundsätze außer Kraft setzen, wenn ihm diese nicht mehr passen. Aber, meine Damen und Herren, das ist der letzte Grund, weshalb man im Grunde die EU in der derzeitigen Form eigentlich nicht akzeptieren kann. Sie ist undemokratisch. Aber nicht einmal Brüssel bestimmt letztlich, und jetzt komme ich zum eigentlichen Globalisierung. Oberhalb von Brüssel gibt es eine globale Ebene mit globalen Mächten, welche in der Lage sind, auch Brüssel zu zwingen, auch Brüssel vor sich herzutreiben, die zum Beispiel amerikanische Gentechnik und amerikanisches Genpatentrecht auch für Europa verbindlich erklärt haben, obwohl wir das gar nicht wollten, obwohl darüber gar nicht bestimmt worden ist. Und welche europäische Truppen als Hilfstruppen für die amerikanischen Kriege zur Verfügung stellen. Die Weltfinanz hat also mit Monopolpreisen strategische Bedeutung, Gestaltungsmöglichkeiten und Weltmachtpositionen erreicht. Diese Weltmonopolisierung bezeichne ich als ökonomische Atomgefahr, bei der eine ganz kleine private Clique den Zünder in der Hand hält.
Am gefährlichsten ist das Weltgeldmonopol. Die Federal Reserve Bank, die Privatbank dieser beiden Hochfinanzgruppen, hat mit dem Dollar die Welt beherrscht. Mehr als 70% aller Geldquantitäten lauten auf Dollar. Sie haben die Rohstoffmärkte gezwungen, in Dollar zu fakturieren. Wer nicht mehr Dollar nimmt für die Rohstoffe, wie der Hussein, wurde von einem Tage vom Freund zum Terroristen erklärt. Und beim Putin versuchen sie dasselbe, weil er auch sein Öl nicht mehr gegen Dollar abgeben will. Auch die Zentralbanken der übrigen Länder mussten in ihre Reserven Dollar einstellen. Das heißt wertlose Papierschnitzel. Die Bundesbank hat 90% ihrer Währungsreserven solche wertlosen Papierschnitzel. Werden die für wertlos erklärt, ist unsere Währung auch ohne Deckung. Inzwischen wurden sogar Nationalbanken dazu gedrängt, ihr Gold gegen diese Papierschnitzel abzugeben. Das heißt also, sie haben auch hier eingesammelt. Die Hochfinanz steuert also über die ihr gehörende Fed letztlich das Geld und die Währungen der ganzen Welt. Der Dollar ist privates Geld dieser US-Hochfinanz, von niemandem außer von ihr garantiert. Wer traut schon der Garantie von Bankstern? Aber nach Kräften missbraucht, vermehrt zum Instrument der Weltherrschaft und zum Hilfsmittel für den Raub aller wichtigen Rohstoffe und Sachwerte der Welt missbraucht. Meine Damen und Herren, das ist der Weltgeldbetrug. Die Dollarvermehrung hat aber noch eine andere Wirkung, nämlich die Finanzierung der Weltherrschaft. Wer die wesentliche Presse der Welt und die Fernsehkanäle über eigene Treuhänder und eigene Fonds von eigenen Banken in der Hand hält, kann auch bestimmen, was diese für politisch korrekt halten. Meine Damen und Herren, das ist nicht demokratisch bestimmt, was politisch korrekt ist, sondern es wird ganz oben bestimmt, was politisch korrekt ist. Und wer dazu auch noch die Politiker anfüttert, kann auch diese Ziel richten. Dazu kann die gleiche Zentrale ganze Marktbereiche mobilisieren, wenn irgendwelche Leute nicht so tun, wie sie sollen. Auch die Masse der internationalen Netzwerke werden mit Dollar finanziert. In diesem Sinne ist auch die USA schon lange keine Demokratie mehr, sondern eine Plutokratie. Die beiden herrschenden Finanzmächte herrschen dort und sie alleine kämpfen darum, wer ihrer Knechte Präsident wird oder nicht Präsident wird. Ein anderer, der nicht diese Macht, diese Finanzmittel hinter sich hat, hat dort keinerlei Chancen. Schon Brzezinski sagte in seinem inzwischen berühmten Buch Die einzige Weltmacht, dass die US-Administration schon immer Befehlsempfänger der Welthochfinanz und Vollstrecker ihrer Befehle sei. Wenn also die Hochfinanz das irakische Öl brauchte, brauchte es keiner weiteren Begründungen für einen Krieg, sondern nur Vorwände. Ein Sprichwort sagt, das Geld regiert die Welt. Der Erfinder dieses Sprichworts muss die Situation gekannt haben. Die Globalisierung ist nämlich im Grunde die Vollstreckung des Willens dieser Geldträger in der ganzen Welt, unter Beseitigung nationaler, regionaler, politischer und auch Marktwiderstände. Wo Widerstände sind, werden diese als antiglobal, werden sie verteufelt. Noch nie hat es so große Weltmacht auf so starker Machtbasis, nämlich der Geldbasis, gegeben. Und insofern ist es ganz wichtig, wie ich anfangs sagte, dass inzwischen nicht mehr die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft beherrscht, sondern inzwischen beherrscht die Wirtschaft auch die anderen Bereiche und die Finanz beherrscht die Wirtschaft. Lassen Sie mich ein Beispiel dieser wirtschaftlichen Weltmacht aus der Gentechnik schildern. Auch in dem Buch haben wir zwei dramatische Aufsätze, einen von Fuchs über diese Situation in der Gentechnik. Nachdem festgestellt worden ist, dass man mit Gentechnik Saatgut verändern kann, hat die größte Hochfinanzgruppe die meisten Saatgutfirmen der Welt mit dem Papierschnitzeln aufgekauft und zuerst in den USA
gentechnisch verändertes Saatgut durch eine willfährige Regierung für patentfähig erklären lassen. Nachdem das in den USA für patentfähig erklärt war, hat man die WHO gezwungen, auch in der ganzen Welt diese Patentfähigkeit durchzusetzen. Die WHO hat der EU die Anweisung gegeben und die EU den 27 Ländern die Anweisung gegeben. Sehr demokratisch, nämlich von oben herab. Und insofern ist Gentechnik heute patentfähig, bedeutet, dass jeder Landwirt die Saat und sogar auch beim Nachbau der eigenen Ernte formal an den Züchter, praktisch aber an die Hochfinanzgruppen Lizenzgebühren zahlen muss, bevor er überhaupt das Saatgut bekommt. Das Ernterisiko behält er. Verkauft er aber die Ernte, muss er wieder von den von der Hochfinanz bestimmten Preisen an deren Getreidehandel verkaufen, der es dann wiederum an die der gleichen Hochfinanzgruppe mehrheitlich gehörende Nahrungsmittelindustrie weitergeben. Meine Damen und Herren, der Bauer, der Landwirt, der sät, ist ein ganz kleines Zwischenglied, welches zwischen zwei Klötzen steckt, die ihn jederzeit erpressen können. Dass also unsere Nahrung teurer wird, hat weniger mit Angebot und Nachfrage. Es hat auch zu tun mit Spekulation. Aber nicht am Wesentlichen damit, sondern mit der Preistreiberei durch die Monopole, die über Gentechnik sich dieses Monopol erreicht haben. Mit Recht nennt deshalb der deutsche Bundespräsident diese Finanzherrschaft und Finanzspekulation Monster, denen das Handwerk gelegt werden müsse. Was übrigens prompt dazu geführt hat, dass ihm eine Gegenkandidatin aus dem Hut gezaubert wurde. Von wem wohl? Die Geldflutung mit Dollar durch Kredite, Derivate, Hedgefonds und andere Finanzinstrumente hat aber nicht nur zur Überdehnung des monetären Sektors geführt, sondern hat zu einem Eigenleben der Finanzindustrie geführt. Die Finanzindustrie hat inzwischen ein solches Eigenleben, dass sie ihnen klar machen konnte, wenn sie Anlagen bei der Finanzindustrie kaufen mit teuer erspartem Geld, seien dieses Werte. Obwohl diese ganzen Anlagen alle auf dem Papierschnitzel beruhen, auf sonst nichts. Das heißt also, sie hat im Grunde ihre Bedeutung vervielfachen können durch den Weltgeldbetrug, dass monetäre Werte nicht nur Ersatz für Güterwerte seien, sondern dass sie einen Eigenwert hätten, was sie nicht haben. Dass dieses Geld nur Papierwert hat und nur dann einen Wert darstellt, wenn man Sachwerte dafür sofort bekommt, werden Sie noch merken. Die Geldblase, die sich über der Güterwelt entwickelt hat, ist praktisch überdehnt. Sie wird korrigiert werden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Geldstrom und den Güterstrom wieder anzupassen. Entweder erstens durch Inflation. Mit einer Inflation von 10-20% sind wir in 10 Jahren wieder auf gleichen Werten. Das heißt also, die Güterwerte würden entsprechend steigen und das Geld würde entsprechend abgewertet. Diese Lösung scheint die von allen favorisierte zu sein, denn die zweite Lösung der Währungsreform wird nicht gewünscht. Die Täter haben nämlich maßlose Angst vor denen, wie zum Beispiel den Chinesen, Japan und anderen Zentralbanken, die riesige Mengen von Dollar gehortet haben. Wenn man bei einer Währungsreform denen schreibt, euer Geld, eure Guthaben sind nichts mehr wert, würden die Amerikaner politische Gegenschläge kriegen, die sie zurzeit fürchten. Also wird man die Währungsreform noch hinausschieben und erstmal Inflation machen, die allerdings regelmäßig auch in eine Währungsreform mündet, weil eine Inflation immer schneller läuft. Erst geht sie langsam, wie jetzt bei uns, mit 3,7, dann wird sie 7,2, dann wird sie 17,2 und so weiter, bis sie galoppierend wird und dann nicht mehr zu halten ist und dann die Währungsreform ebenfalls zwingt. Mit anderen Worten, wir stehen vor einer großen Anpassung. Meine Damen und Herren, diese Anpassung, jetzt komme ich zum zweiten, hat bereits begonnen. Die Hypothekenkrise ist nichts anderes als eine Korrektur der überdehnten Finanzmärkte,
denen der Sachwert nicht mehr gegenüberstand. Wir werden dies noch erleben, dass dies weitergeht. Sie geht weiter in eine zweite Stufe. Wir haben in einem früheren Buch dieses Crash-Szenario gemacht. Wir hatten geglaubt, das würde in 1 gehen. Geht es aber nicht. Es geht in Stufen, in kleinen Stufen, sodass wir es immer noch wieder aushalten. Das zweite ist die Derivate-Krise. Die Banken haben in einem Maße Derivate. Derivate sind Wetten. Ich wette darauf, dass der Dollar am Ende des Jahres, sagen wir mal, bei 2 Euro liegt oder sowas. Diese Wetten können Sie diese Wetten sind nicht nur üblich, sondern das ist ein riesiger Derivatemarkt. Es gibt Banken, die das 46-fache ihres Eigenkapitals nicht in Derivatevolumen, sondern in Derivaterisiken haben. Geht ein einziger Wette kaputt, ist das gesamte Eigenkapital kaputt. Das heißt also, wir stehen hier auch vor dem großen, vor der großen Korrektur. Übrigens haben die Derivate auch die erste Weltwirtschaftskrise herbeigeführt und waren dann verboten. Und ein in Deutschland unseliger Finanzminister hat dann dieses wieder erlaubt, weil ihm anderweitig die Banken seine Schulden nicht zahlen wollten. Es wird also der Crash als zweite Stufe kommen. Dies wird die Börsen berühren und dann kommt es zum Börsencrash, dritte Stufe. Der Börsencrash wird ein Abfall der Börsen viel stärker als bisher sein und wird auch die anderen Papiere mitreißen. Danach kommt es wohl oder gleichzeitig kommt es zur Zinskrise, denn wenn das Geld weniger wert ist, müssen zwangsläufig die Zinsen steigen. Die Zinsen liegen immer etwa 3% über der Inflationsrate. Wenn das Geld weniger wert wird und das Geld wird ja immer mehr verwertet, die Banken fluten ja bei jeder Crash-Situation mit neuem Geld. Das heißt also, wenn wir 10% Geldmenge pro Jahr im Schnitt mehr haben, muss auch auf lange Sicht die Inflationsrate 10% oder 10% gehen. Dann würden die Zinsen wieder 3% höher sein. Bedeutet also, dass wir eine Zinskrise kriegen und zusammenbrechende Geldmärkte bedeuten auch damit eine Verschärfung der Zinskrise, weil das Geld weniger wird. Bedeutet also, viele werden die Zinsen nicht mehr bezahlen können, wenn sie variable Zinssätze haben, die jetzt noch die Zinsen zahlen können. Damit greift dann das erstmalig auf die Bankenkrise über. Viele Banken werden das nicht mehr aushalten, schon beim Derivaten, aber noch weniger bei den Zinsen. Und die Bankenkrise greift dann auch auf die Realwirtschaft über. Es kommt zur Kreditkrise. Die Banken können keine Kredite mehr geben, wollen es auch nicht und die Kredite sind irre teuer. Da aber die Finanzminister in Europa ihre Firmen nicht vom Eigenkapital haben leben lassen, wie in der Nachkriegszeit Ludwig Erhard, dadurch ist es zum Wirtschaftswunder gekommen, Eigenfinanzierung, sondern sie haben die Firmen ausgepowert und wir haben Fremdkapitalanteile von 60, 70, 80%. Das heißt also, die Zinskrise wird auch viele Betriebe und die Kreditkrise wird auch viele Betriebe mit in den Abgrund ziehen, wird zur Unternehmenskrise werden. Die Unternehmenskrise hat in der ersten Weltwirtschaftskrise zu einem Zusammenbrechen von einem Drittel der Betriebe geführt. Meine Damen, stellen Sie sich vor, wenn es auch nur die Hälfte jetzt würde. Ich glaube, es wird mehr. Der Unternehmenskrise folgt dann die Arbeitsmarktkrise. Wenn Unternehmen zusammenbrechen, werden auch Arbeitsplätze vernichtet. Kommt es zur zusätzlichen Arbeitslosigkeit? Das war in der ersten Weltwirtschaftskrise 25%, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich nur vor, wenn das auch die Hälfte wäre. Das wäre immer noch doppelt so viel wie jetzt. Die Arbeitsmarktkrise geht dann über in die Konsumkrise. Die Leute können nicht mehr kaufen und bei den Firmen brechen die Umsätze zusammen. Das heißt, sie sterben noch weiter. Das ist eine Spirale, meine Damen und Herren, die immer weiter sich nach unten vollzieht. Die begonnenen Krisenanzeichen lassen also erwarten, dass unser derzeitiges
monetäres System zwangskorrigiert wird, und zwar vom Markt her, nicht von denen, die es betrieben haben, und dass damit wir alle von diesem System betroffen werden. Die Sozialisten werden dies als Marktversagen darstellen, die bürgerlichen Politiker werden es der Umverteilung anlasten. Beide Begründungen sind aber nicht richtig. Der eigentliche Grund der Krise ist, dass unsere Marktwirtschaft durch den Weltgeldbetrug und die globalisierte Monopolisierung missbraucht worden ist. Wir haben unsere Marktwirtschaft zur Machtwirtschaft der großen Konzerne und insbesondere der einer maßlosen Hochfinanz degenerieren lassen. Und das werden wir nun büßen. Lassen Sie mich wieder am Beispiel des Landwirts darstellen, wie dies aussieht. Was nützt es dem Landwirt, wenn er jetzt sein Heil darin sucht, immer größer zu werden? Denn es wird ihm gesagt, nur bei größeren Einheiten kannst du noch überleben. Denn im Grunde muss er sein Saatgut vor der Ernte und beim Verkauf seiner Ernte in der Hand, wird er in der Hand der Monopole ausgenommen, ob er kleiner oder größer ist, meine Damen und Herren. Der Mittelstand kann nur überleben, wenn er freien Wettbewerb und Chancengleichheit hat. Dies ist nicht mehr gegeben, dies haben die großen Finanzmonopole ausgehebelt, die Marktwirtschaft, die den Mittelstand überleben und wohlhabend werden ließ, existiert nicht mehr. Beispiel Einzelhandel. Wir haben eine Untersuchung gemacht, weshalb etwa 400.000 Einzelhändler in Deutschland eingegangen sind. Obwohl uns die Kunden behaupteten, bei den Einzelhändlern würden sie besser einkaufen und besser beraten sein, lieber einkaufen. Meine Damen und Herren, sie kaufen aber nicht ein, denn die großen Konzerne können billiger liefern. Sie können mit Marktmacht andere Konditionen erpressen als ein selbstständiger Einzelhändler. 17% Differenz beim Einkauf bedeutet, dass der Kleine überhaupt nicht mehr anzutreten hat, denn er kann diese Differenz nicht mehr ausgleichen. Das heißt also, die Zentralisierung und Monopolisierung hat auch im Einzelhandel den Mittelstand abgetötet. Ich glaube, dass wir vor einer großen Korrektur stehen. Lesen Sie es nach, wir haben es Ihnen auch geschrieben. Dies hat den großen Vorteil, dass wir möglicherweise auch vor einer Situation stehen, dass die Bevölkerung die derzeitigen Machthaber in der Wirtschaft und der Hochfinanz nicht mehr erträgt, dass die Bevölkerung Änderungen erzwingt. Das wird nicht friedlich abgehen. Meine Damen und Herren, was wird passieren, wenn wir denen, die zum Zwecke der Sozialhilfe zu uns gekommen sind, die Sozialhilfe nicht mehr leisten können? Zurück können sie auch nicht, es ist eine Weltwirtschaftskrise. Das heißt, hier wird es große Überraschungen geben. Wir können nur hoffen, dass wir mit einer Rückgewinnung nationaler Souveränität und deshalb auch nationalen Handlungsrahmens diese neue Situation dann wieder bestehen können. Die Krise ist insofern vielleicht eine große Regeneration, wie der Winter notwendig ist für den Frühling und den nächsten Sommer. Und es hat immer solche Regenerationsphasen gegeben. Ich glaube, dass dies auch diesmal der Fall ist. Letzte Frage. Was könnten Sie selbst tun, wenn um dieser Situation für Ihre persönliche Vermögensanlage zu begegnen? Meine Damen und Herren, das Erste ist, wenn Sie es glauben, was ich Ihnen sage, sonst lesen Sie es nach, dass wir in einem Geldbetrug leben, dann müssen Sie raus aus monetären Werten. Was Sie immer an monetären Werten haben, geht in der Krise 80-90% kaputt. Wer also sein Leben auf Papier aufbaut, der wird auch im Papier bleiben. Also rechtzeitig, solange es möglich ist, aus Papier, aus monetären Anlagen in Sachwerte. Zweitens, wer Schulden hat, sollte versuchen, die Schulden rechtzeitig zurückzuzahlen. Warum? Wenn wir vor einer Krise stehen
und die Zinsen stark steigen, dann werden diejenigen, die Schulden bezahlen müssen, ein niedrigeres verfügbares Einkommen haben als diejenigen, die keine Schulden zu zahlen haben. Also versuchen Sie, Schulden zurückzuzahlen. Wenn Sie sie nicht zurückzahlen können, dann versuchen Sie schon jetzt eiligst eine Verlängerung Ihrer Kredite mit Festzins zu erreichen. Noch haben wir niedrige Zinsen. In einem oder zwei Jahren werden Sie ganz andere Zinsen erleben. Und wer dann versäumt hat, sich bei der Bank eine Prolongation des Kredits mit niedrigen Zinsen zu erreichen, wird dann der Verlierer sein. Drittens, wer im eigenen Haus, schuldenfreien Haus sitzt, wird König sein. Denn er wird nicht Miete zu zahlen haben und er hat immer ein höheres verfügbares Einkommen als andere, die Miete zu zahlen haben. Das heißt, auch hier können wir eine Vorsicht haben. Vielleicht haben Sie es schon richtig gemacht. Viertens, gehen Sie, wenn Sie nicht Sachwerte bekommen können, halten Sie Liquidität. Warum? Wenn die Krise kommt und die Inflation noch nicht läuft, nicht richtig läuft, können Sie Schnäppchen kaufen. Können Sie also das, was andere nicht mehr halten können, zu billigem Preis aufkaufen. Das heißt, die Krise ist auch immer eine unternehmerische Chance. Mit anderen Worten, wir stehen vor einer Situation, die dramatische Änderungen wohl mit sich bringt, in der wir auch völlig umdenken müssen. Und je eher wir das tun und je mehr dies tun, desto besser kommen wir durch. Wir kommen in Europa sowieso besser durch als die Amerikaner. In der ersten Weltwirtschaftskrise waren die Amerikaner die Gläubiger der Welt. Und deshalb haben sie weniger Krise gehabt als die Europäer. Heute sind die Amerikaner der Schuldner der Welt und werden möglicherweise die Europäer etwas besser rauskommen als die Amerikaner. Sorgen Sie dafür durch eigenes Verhalten, dass Sie am besten rauskommen. Dankeschön.